Leidest du unter einer Sozialphobie? Möchtest du sie loswerden? Bist du bereit für unbequeme Wahrheiten? Dann schau dir dieses Video an. Aber Achtung, es könnte dein Weltbild ein wenig verändern. Und noch etwas Wichtiges. Wenn du durchhältst bis zum Schluss, dort werde ich dir diese Informationen so aufbereiten, dass du selbst an der Lösung deiner Sozialphobie arbeiten kannst. Sei gespannt. Ja, was ist erst einmal grundsätzlich betrachtet eine Sozialphobie? Eine Sozialphobie, natürlich gibt es da medizinische Definitionen für, aber nehmen wir die allgemeine Definition. Eine allgemeine Definition ist eher, du hast keinen Bock auf andere, irgendwie redest du dir das schon ein, du hast keine Lust auf andere. Du hast vielleicht Angst vor anderen oder du fühlst dich unwohl in der Nähe anderer oder du fühlst dich überlastet in der Nähe anderer Menschen. Und dabei spielt es erst einmal keine Rolle, ob diese anderen Menschen eigene Sippenmitglieder, Verwandte sind, kann durchaus sein. Häufig aber im Arbeitskollegenkreis, häufig aber auch im Schul- und Studienbereich oder im Nachbarschaftsbereich. Natürlich kann sich eine Sozialphobie auf verschiedenste Art und Weise manifestieren, durch dein Leben wie ein roter Faden laufen. Letztlich ist es aber so, dass du immer mehr die Freude am Leben verlierst, die Lebendigkeit verlierst. Du verlierst den Kontakt zu deinen tiefer liegenden Gefühlen, die etwas mit dir machen, nämlich die Lebendigkeit des Lebens dir näher bringen. Du versuchst vielleicht zu funktionieren, du versuchst es allen recht zu machen, du versuchst everybody's darling zu sein und. Alles sind Facetten einer Sozialphobie. Eine Sozialphobie hat immer etwas zu tun mit Haltlosigkeit, mit, nennen wir sie ruhig, Urängsten, also tiefer liegenden Unsicherheiten, die möglicherweise dein halbes Leben oder dein ganzes Leben schon durch dich hindurch fließen. Und diese Sozialphobien beeinträchtigen dein Leben, vielleicht am Anfang nur ein wenig, vielleicht später immer mehr und irgendwann so stark, dass zusätzlich körperliche Beschwerden dich quälen. Warum hast du überhaupt eine Sozialphobie? Was ist der Hintergrund? Mache dir klar, von nichts kommt nichts. Ursache und Wirkung. Das bedeutet im Endeffekt, dass deine Sozialphobie, also die, nennen wir sie mal, Unverträglichkeit mit anderen lebendigen Wesen, etwas mit dir macht und dir etwas zeigt wie unangenehme Gefühle. Dann ist es noch eine leichte phobische Reaktion. Es kann aber bis hin zu Panikattacken sich steigern. Das heißt, unangenehme Gefühle erzeugen in dir das Verlangen, dich von diesen lebendigen Wesen, genannt Menschen, meistens Menschen, fernzuhalten. Und dabei spielt es, wie gesagt, keine Rolle, ob es Familienmitglieder sein können oder ob es im Kollegenkreis du dich unwohl fühlst oder bei Hierarchiebesprechungen du dich auch nicht so toll fühlst, weil du immer das Gefühl hast, die achten auf dich, die bewerten dich, die unterdrücken dich, die wollen mit dir nichts zu tun haben, die munkeln, während du vorbeigehst, die tuscheln. Naja, dein Gehirn erzeugt letztlich diese Sozialphobie. Du bist nicht du, das macht dein Gehirn. Und dein Gehirn ist ein Teil von dir. Aber der größte Teil, muss man ganz klar dazu sagen, denn du als Bewusstsein kannst nicht einfach in dein Gehirn hineinspazieren und sagen, oh, jetzt will ich die Sozialphobie loswerden und mache eine Schnipp-Schnapp-Schnurri-Methode und schwupp bin ich sie los. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird das so nicht funktionieren. Denn es ist komplexer oder komplizierter, als man es denkt. In der Regel entsteht eine Sozialphobie bereits sehr früh in deinem Leben, im Prägungsmuss-Alter.
Das heißt, im Alter von 0 bis 3 Jahren wird die Grundlage einer Sozialphobie gelegt, nämlich dann, wenn in deiner Außenwelt es anders läuft, als dein Gehirn es sich wünscht oder dein Gehirn ja, es gebrauchen könnte. Also dein Gefühlssystem, dein inneres Gefühl. Wenn du enttäuscht wirst, wenn du überfordert wirst, wenn du nicht beachtet wirst, wenn du schmerzhafte Verletzungen erleidest, und das müssen nicht körperliche sein, also emotionale sind meistens viel schlimmer als körperliche, im Kontakt mit anderen. Wenn du in der Schule oder im Kindergarten ausgegrenzt wirst, dann hast du eine Erfahrung gemacht. Die Erfahrung sagt, Schmerz mit anderen Wesen, Lebewesen, die ist in deinem Gehirn gespeichert. Man, natürlich sind hier jetzt diese Wesen, Lebewesen, es sind Menschen gemeint. Und sehr häufig haben Menschen mit einer Sozialphobie eine sehr starke Verbindung zu einem Haustier. Weil diese Tiere können einen ja nicht wirklich verletzen. Lassen wir mal die bissigen Hunde außen vor. Diese Tiere können einen nicht des Vertrauens rauben. Das heißt, sie sind in der Regel ehrlich, weil Tiere sind immer irgendwie ehrlich und können nicht falsch sein wie das Bewusstsein. Das heißt, du wirst selten erleben, dass ein Tier dich verletzt in deiner emotionalen Ebene. Und darum hast du zu Tieren ein anderes Verhältnis als zu Menschen. Von Menschen, ja, die sind sowieso alle nur schlecht und du findest Gründe, warum. Und mit vielen dieser Gründe hast du auch recht. Aber es sind nicht alle Menschen so, das muss man sich klar machen. Es sind manche Menschen so, aber diese wenigen Menschen, die dich in deinem Leben verletzt haben, haben tiefe Spuren hinterlassen. Und das geht dann so weit, dass du dich selber nachher immer weiter abwertest, das Grübeln und das Denken anfängst und es für dich immer schwieriger wird, aus dieser Spirale der Abwertung, der Minderwertigkeit herauszukommen. Weil dein ganzes Denken, dein ganzes Handeln richtet sich nur noch danach, möglichst wenig Menschen ja, kennenzulernen oder auf sie zu stoßen, dir Zeiten auszusuchen, wann du möglichst wenig Menschen auf deinen Wegen oder Spazierwegen oder Einkäufen triffst. Menschen, die du vielleicht kennst, Menschen, die dich kennen. Ja, und du versuchst permanent diesen Menschen auszuweichen auf irgendeine Art und Weise. Du gehst nicht ins Restaurant, du gehst nicht essen, du hast Gründe genug, du findest sie. Es gibt auch gute Gründe, nicht ins Restaurant zu gehen, aber es gibt auch Gründe dafür, dahin zu gehen oder zu einer Party zu gehen. Aber wenn in deinem Leben zu viele Minen, Tretminen, diese Kontakte sozusagen in deinem Leben ja, schmerzhaft berührt haben, sie in deiner Umgebung, diese Tretminen explodierten, dann hast du das Problem, dass in deinen Archiven deines Gehirns nur negative Erfahrungsmuster sind. Und diese negativen Erfahrungsmuster, die kannst du nicht einfach wegdenken. Die kannst du nicht einfach wegmachen und die kannst du nicht einfach ja, wegdiskutieren mit deinem Gehirn. Das funktioniert auch nicht. Und dann fängst du vielleicht an zu suchen. Was suchst du? Du suchst Ruhe in dir, du suchst Frieden, du suchst Lebendigkeit, du suchst gute Gefühle. Aber meistens muss ich sagen, wahrscheinlich suchst du an der falschen Stelle. Du möchtest nämlich das Symptom wegmachen. Du möchtest in Beziehungen eintreten. Vielleicht hast du sogar noch nie eine vernünftige Beziehung erleben dürfen, weil alle Beziehungen, die du angefangen, wieder irgendwie auf seltsame Art und Weise beendet wurden. Das heißt, du hast ein Riesenproblem in deinem Kopf. Bindung. Und diese Bindungsprozesse, die falsch reguliert, falsch strukturiert, man könnte auch sagen, in der Prägungszeit falsch programmiert wurden, die erzeugen in dir das Gefühl, dass du nicht gut genug bist. Und du hast permanent deine Bewertungsschwerter dabei, mit denen du dich selber übrigens klein machst und unterdrückst. Vielleicht wirst du im Beruf perfektionistisch.
hältst dich sozusagen, wie ich immer so sage, am Laserstrahl des Erfolges fest. Aber letztlich vereinsamst du immer weiter und immer stärker und immer mehr. Und ein Professor Manfred Spitzer hat mal gesagt, Einsamkeit ist ein gruseliger Schmerz, der häufig bereits in der Kindheit aktiviert wird. Sehr häufig. Und das wiederum kann man im Gehirn übrigens ablesen. Ja, es gibt Gehirnbereiche, die dann sich nicht so toll entwickeln, wenn permanent Stress herrscht. Und soziale Phobien haben immer mit inneren Stress zu tun. Was kannst du tun, wenn du unter einer Stressreaktion, unter einer Panik, unter einer sozialen Phobie, unter Grübeln und ähnlichen Bereichen leidest? Du kannst erst einmal versuchen, die Symptome wegzumachen. Das ist wie in dem Beispiel, jemand schaltet das Licht an, ich möchte schlafen. Und also, was mache ich? Ich setze mir eine Schlafbrille auf. Aber das Licht wird so hell, so warm, es stört wirklich. Ja, jetzt müsste ich irgendwie eine Schlafbrille, vielleicht noch eine Schlafbrille drüber ziehen. Wäre eine Möglichkeit. Also du versuchst die Symptome wegzumachen, das Licht wegzumachen, aber nicht den Schalter ausmachen, weil den Schalter kennst du nicht. Der ist sozusagen in dir, der ist wie ein neuronaler Schalter, die ist wie ein unbewusster Schalter, der angeht und dann das Licht anknipst. Das Licht siehst du, das Licht ist das Gefühl, dein inneres Gefühl. Du bist nicht wertig genug, die anderen reden über dich, die wollen dir eh nichts Gutes, die Welt ist schlecht, die Welt ist scheiße. Dieser Schalter sorgt, wenn das Licht dann angeht und dein Gefühl angeknipst wird, dafür, dass du es überhaupt erst einmal wahrnimmst. Die Energie dafür war vorher schon da, wie in der Stromleitung. Die Energie ist da. Und in deinem Gehirn ist das genauso. Es kann nur eine Angst angehen, also eine problematische Angst, sich aktivieren, wenn die Energie vorher schon da war. Wenn diese Energie vorher noch nicht da war. Also im Prägungsmuster diese Energie überhaupt nicht erst sich entwickeln konnte oder durfte, Gott sei Dank nicht, ja, dann wirst du nicht auf die Idee kommen, Menschen zu meiden, weil die irgendwie schlecht sind, doof sind oder weil du das Gefühl hast, die wollen dir alle was. Es braucht also einen Schalter und es braucht Energie, genau wie ein Stromkreis Licht. Der Schalter, das ist meistens eine Information von außen. Du musst zu einer Besprechung. Du stehst vorne und möchtest etwas vortragen oder willst oder sollst etwas vortragen. Ein Bericht, ein Jahresbericht oder. Nimmst an einer Besprechung teil. Es ist egal, was es ist. Dieser Schalter ist also eine äußere Information, da sind Menschen. Und jetzt wird dieser Schalter angeknipst. Dein Gehirn merkt das. Die Energie ist da in deinem Archiv, diese negative belastende Energie ist in deinem Gehirn gespeichert und jetzt wird sie losgelassen. Jetzt wird sie losgelassen wie eine Kraftquelle und durchflutet deinen Körper, dein Herz wird schneller, deine Atmung flacher. Vielleicht fängst du an zu schwitzen, wirst unruhig, zappelig, nervös, kriegst komische Gefühle und so weiter und so fort. Und jetzt versuchst du dieses Gefühl loszuwerden. Mache dir klar, dass alle negativen Gefühle, und ich rede jetzt von chronifizierten Gefühlen in der Regel, immer etwas zu tun haben mit kindlichen Anteilen, Prozessen, Erfahrungsmustern in dir. Das bedeutet, irgendein kindlicher Anteil in dir hat schmerzhafte Erfahrungen gemacht. Und wenn du jetzt dieses sogenannte innere Kind, symbolisch bitte aber nur betrachten, ablehnst, den Schmerz ablehnst, dann lehnst du einen Teil von dir ab, der eine Erfahrung gemacht hat,
Und diese schmerzhafte Erfahrung, Sozialphobie, phobische Reaktion, oh, ich will das nicht, zeigt dir eigentlich etwas, hey, da stimmt was nicht, pass auf, kümmere dich drum. Ja, und dann versuchst du dich natürlich nicht darum zu kümmern, sondern du versuchst gleich entweder mit einer Bratpfanne oder mit einem Maschinengewehr die Symptome totzuschlagen. Entweder nimmst du ein bisschen Chemie oder du lenkst dich ab oder. Warum versucht man immer nur die Symptome zu eliminieren? Wo wir doch aus der Hirnforschung mittlerweile klar und deutlich wissen, Symptome sind immer nur das Endresultat. Es muss also eine Ursache geben. Ja, und genau da solltest du ansetzen. Wenn du also etwas Schmerzhaftes, Schwieriges, Phobisches in dir spürst, dann erlaube dir doch einfach mal, dich hinzusetzen oder dich hinzulegen, wie in einer Meditation. Und jetzt geht es nicht darum, dass du ein Denk- oder Grübelkünstler wirst, Analysekünstler oder Architekt wirst, sondern dass du einfach nur dem Gefühl, diesem Gefühl Freiraum gibst. Was ist los? Warum fühle ich mich in der Nähe von bestimmten Menschen oder anderen Menschen komisch, seltsam, unsicher oder? Sondern lass jetzt bitte nicht die ganzen Argumente der Gegenwart gelten, sondern fühle mal hinein. Denn dein Gefühl hat ja eine Erfahrung, ein Erlebnis gespeichert. Gehe in dieses Gefühl hinein. Hilflosigkeit, Traurigkeit, Einsamkeit, Verzweiflung, Unsicherheit, Haltlosigkeit, Schmerz. Gehe also in dieses Gefühl hinein und spüre, was du dabei wahrnimmst. Und dann sei einfach bei dir, schließe dabei die Augen und lasse diesem Gefühl Platz. Und wenn du bereit dafür bist, dann kommen weitere Wahrnehmungen. Dein Gehirn hat sie, sie sind in den Archiven vorhanden. Innere Bilder, Erinnerungen, ja, vielleicht auch interessante, spannende oder komische Träume. Dein Gehirn kommuniziert mit dir, liebes Bewusstsein. Und dass du, liebes Bewusstsein, also lieber leidender Mensch, das Endergebnis deiner ganzen inneren Prozesse bist, das sollte dir eigentlich klar werden. Und dass du, liebes Bewusstsein, keinen 100% Einfluss hast, noch nicht mal einen 2% Einfluss auf das, was dein Gehirn macht, das weißt du vielleicht nicht. Aber du, liebes Bewusstsein, bist höchstens 1%. Denn alles andere, was dein Gehirn macht, ob es das Gleichgewicht ist, ob es zum Beispiel das Sprechen der Muskulatur, die Schaltung, die Steuerung der Atmung, die Information der Sätze, das Zusammenhörigkeitsgefühl innerhalb von Gruppen, von Menschen, die Wahrnehmung, alles automatisierte Prozesse tief in dir drin, das Hormon- und Botenstoffsystem tief in dir drin, wird direkt oder indirekt über das Gehirn gesteuert und mitgesteuert. Nichts machst du davon, weder deinen Blutdruck noch deine Verdauung. Aber alles kann dein Gehirn beeinflussen durch die passenden Informationen. Darum ist es wichtig, die Kommunikation der unbewussten Ebene besser zu verstehen. Und die unbewusste Ebene macht sich bemerkbar über Wahrnehmungen, über Gefühle, über innere Bilder, über Traumsequenzen, über ein Gespür. Wenn man diesen Gefühlen Platz gibt, kommt man daran. Und wenn du nun bereit bist, sozusagen in dieses Gefühl hineinzugehen, dann hast du die Möglichkeit, dir selber näher zu kommen. Das nennt man Selbstfindung. Selbstfindung ist niemals ein Schalter, sondern ein Prozess, ein innerer Prozess der Entwicklung, ein innerer Prozess der Entfaltung. Denn möglicherweise haben sich über dein eigenes Ich, dein eigenes Selbst,
viele Zementplatten der äußeren Welt gelegt. Du musst funktionieren, du darfst nicht mehr nicht funktionieren. Du hast es anderen recht zu machen. Halt den Mund und störe andere nicht. All diese Zementplatten hindern dich am Fühlen, an der Lebendigkeit. Da musst du durch, das ist nicht leicht. Aber wenn man den Weg der Gefühle geht, also die Kommunikation und den Weg der Leistungsdruckgesellschaft verlässt, also Start, Ziel, Leistung, alles bedenken, alles analytisch erklären. Wenn man diesen Weg ein wenig verlässt und dafür dem Gefühlsgehirn mehr Freiraum gibt, denn da geht es um emotionale Bedeutung, da geht es um emotionale Relevanz von inneren Erfahrungsmustern. Wenn man diesen Gefühlen, also dieser Gefühlssprache, mehr Platz gibt, dann kommt man sich näher. Und dann kommt es halt darauf an, was für ein Typ du bist. Bist du ein Typ, der problemlos sich hinsetzen kann, die Augen schließen kann und einfach einen Moment bei sich sein kann? Dann kannst du sozusagen schon in der fortgeschrittenen Liga einsteigen und dein Problem lösen. Mit anderen Worten, setze dich hin, lege dich hin, fühle hinein, was du wahrnimmst, wenn du an die schwierigen Situationen deines Lebens denkst. Fühle hinein, welches Gefühl auftaucht und dann stelle die Frage, warum, weshalb, wieso? Und dann sei einfach still und lass es fließen, wie im Flow, fließen. Lass dem inneren Fluss der Energie Freiraum. Nicht denken, keine Architektur der Gedanken bilden, also einfach laufen lassen. Wenn du aber jemand bist, der nicht zur Ruhe kommen kann, weil das System der Unruhe, der Ungeduld, der Unsicherheit schon so aktiv ist, schon so lange aktiv ist, dann musst du erst einen Weg dorthin finden. Und sei sicher, das ist die Problematik. Der ist auch deshalb nicht leicht, weil ohne Unterstützung von außen versucht das Unruhesystem dich permanent zu torpedieren. Also mit einer schönen Meditation kommst du während der Meditation vielleicht zur Ruhe, aber danach bist du wieder unruhig. Mit anderen Worten, die Wirkung einer Meditation wirkt begrenzt und danach wirkt sie nicht mehr. Das ist wiederum der Hintergrund von Widerständen, inneren Prozessen. Das habe ich mal in dem Video heiße Herdplatte, Gefühlsgrenzen erklärt. Innere Prozesse erzeugen Widerstände. Das sind gesunde Prozesse, damit du nicht an etwas herankommst, was schmerzhaft ist. Dein Gehirn will nichts Schmerzhaftes. Dein Gehirn ist aber trotzdem dein bester Freund. Es kann dich unterstützen, wenn du deinem Gehirn die Werkzeuge gibst. Das wiederum ist auch nicht so leicht. Also, du merkst, es ist verdammt kompliziert. Naja, und wenn du es schaffst, dir selber näher zu kommen, dann wirst du immer weiter spüren, dass da innen mehr ist. Und genau darum geht es. Um die andere Seite der Macht. Nicht die dunkle Seite, sondern die andere Seite. Denn die andere Seite der Macht ist nichts anderes als die Seite der Gefühle, der Lebendigkeit. Und nur über Funktionieren findest du nicht in die Lebendigkeit. Da dienst du dein Leben lang anderen und hast kein eigenes Leben. Ja, jetzt war es ein bisschen kompliziert. Es sind viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Also, wenn du Fragen hast, stelle sie gern oder schreibe sie mir, diese Fragen, entweder hier oder über meine Homepage. Und bleib dran, wenn du mehr über das Gehirn und über dich und über Selbstfindung wissen möchtest. Ich freue mich, wenn du diesen Kanal abonnierst. Denn dann wird er häufiger von dem YouTube-Algorithmus gesehen, gefunden und anderen präsentiert. Bis dahin, einen schönen Tag. Musik